So, hallo, willkommen zu Ahmeds Küche. Heute machen wir Teig für Lahmacun und Yufka. Wir machen hier ist 700 Gramm Mehl und 3 Viertel Hefe machen wir rein. So 3 Viertel. Und etwas kleine. Öl. So, Öl. Und Salz. Und Wasser. Hälfte von Mehl, 350 Milliliter Wasser genau, die Hälfte. So, jetzt können wir schon anfangen. Ich mache es halt mit Hand, nicht mit Maschine. Ich umrühre, ein bisschen lösen den Hefe. Hat sich gelöst. So, jetzt können wir Teig langsam machen. Das können auch mit Maschine machen natürlich. Und so wie ich mit Hand. Jetzt muss man halt eine weiche Teig machen. Der Teig ist fertig, schon weich. Wir decken sie zu. So. Okay. So, fertig ist Teig. Nach 30 Minuten ist der Teig fertig zum Bearbeiten. Lahmacun und Yufka. Bis später. Tschüss.